Hallo, heute zeige ich euch, wie man Stoßdämpfer richtig ausmisst und montiert. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten. Ihr benötigt dazu eine Schieblehre, wenn vorhanden, und einen Meter bzw. Zollstock. Zusätzlich bieten wir noch spezielle Hülsen an, welche je nach Modell montiert werden müssen. Und Scheiben, welche einen genug großen Außendurchmesser haben. Zuerst beginnen wir mit der Bestimmung der Maße, und zwar zuerst die Gesamtlänge. Hier wird immer von Mitteloch zu Mitteloch gemessen. Hier in diesem Falle haben wir 300 mm. Zusätzlich messen wir noch die Aufnahmeaugen aus. Hier haben wir 10 mm. Viele Mofa-Typen haben hier an den Befestigungsschrauben M8-Schrauben verbaut. Diese hätten Spiel in diesem Loch bzw. in der Aufnahme. Somit bieten wir diese Hülsen an. Diese haben einen Außendurchmesser von 10 mm und innen 8 mm, sodass ihr die Schrauben danach spielfrei in das Ganze montieren könnt. Mindestens so wichtig ist die passende Unterlagscheibe. Diese muss je nach Modell innen sowie außen montiert werden, sodass das innere Kunststofflager bzw. der Gummiring nicht nach außen gedrückt werden kann. Somit kriegt ihr den passenden Stoßdämpfer spielfrei und sicher montiert. Weiterhin gute Schrauben, macht es gut, tschüss!